Wer zeichnet wie ein Pro mit Permanentstift auf ihrer Wange? Na, Heiberer! Hallo und willkommen zu meinem Review von Detective Conan Episode 897. Wir finden natürlich in dieser Folge heraus, dass Bando der Täter ist und sich ein paar Mal vertan hat, was Conan natürlich klassisch aufzeigt mit dem ganzen Tathergang noch dabei. Aber davor findet er in Rumis Zimmer einen Kassaborn. Und Mann, spätestens jetzt würde ich zu gerne Japanisch können, um zu wissen, was da auf dem Zettel steht. Weil die Stimmung kam dann auch schon sehr, ich nenne es mal, relevant rüber. Wisst ihr, was auf der Rechnung steht? Könnt ihr Japanisch? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr wie immer noch einen Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wenn die nächste Folge herauskommt. Wie vorhin schon angemerkt, der Trick von Taigo bestand aus drei Teilen. Erstens, er hat die Hand seiner verstorbenen Freundin als seine eigene wirken lassen, indem er sie angemalt hat und das Bild in die richtige Szene gebracht hat. Zweitens hat er das Ich liebe dich, was auf seiner Wange oben war, einfach mit Permanentstift wo drauf geschrieben auf eine Folie und dann mit einem normalen Stift auf der anderen Seite nachgezogen und das dann 1, 2, 3 auf sein Gesicht gepresst, seine andere Hand ebenfalls bemalt und in Szene gesetzt und mit der übrigen Hand das Ganze einfach abfotografiert. Was mal ein echt interessanter Trick ist, muss ich schon sagen, aber nach dem, was ich auch in der letzten Folge erwähnt habe, nicht so schwer zum Durchschauen. Und seine Fehler lagen darin, wie er darauf reagiert hat, als Heiber ihm gesagt hat, dass er etwas auf der Wange stehen hat. Weil anstatt wie jeder normale andere Mensch, wenn er so etwas hört, es versucht sich wegzuwischen, macht er es nicht, weil er genau wusste, das wird noch relevant sein für den Fall, damit er als möglicher Täter aus dem Schneider ist. Und das zweite war, was Conan spanisch vorkam und dann zu Taigos Überführung geführt hat, war, dass er sofort von einer gespiegelten Sicht sagen konnte, dass das, was da auf seiner Wange steht, nicht die Handschrift seiner Freundin Kurumi ist. Anschließend haben wir noch diese epische Szene, wo Conan ihm erklärt, dass seine Golftour extrem schlecht gelaufen wäre, weil er den Golfgott beleidigt hat, als er seiner Freundin mit einem Golfschläger die Lichter ausgemacht hat. Daraufhin ist Bando natürlich ordentlich pisst, möchte fliehen und dann kommt von Rumi mal wieder ein extrem interessanter Move. Indem sie ganz zufällig ihm das Bein stellt, stolpert er und wird dann natürlich noch ganz zufällig von ihr K.O. geschlagen. Natürlich öffnet sich dabei die Wohnungstüre, wo eben die ganzen Medien warten. Und die Detective Boys plappern eben einfach freudig drauf los, wer Rumi denn ist. Leider zum Bedauern von Megure, der versucht, die alle noch davon abzuhalten. Und das führt eben zum interessanten Teil, der nach dem Ending kommt und noch vor dem Preview ist. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch definitiv an. Denn beide, Wakita und Koroda, lesen den Zeitungsartikel über Rumi und merken an, dass das ein echt cleverer Schachzug war. Das heißt also, sie müssen sie irgendwie kennen. Entweder als Freund oder als Feind. Somit könnte im Moment mit meiner Rumi-Theorie, die ich habe, beides zutreffen. Sie könnte Rum sein, was ich ehrlich gesagt auch sehr stark bezweifle, und da bin ich nicht der Einzige, oder dass sie eben anderswertig höchstwahrscheinlich gegen die Organisation arbeitet. Oder ein anderes Organisationsmitglied ist, aber da fehlt mir die Vibe von Heibra, der Spürsinn, den sie eben hat. Und da eben laut meinen Quellen nächste Woche keine Conan-Episode rauskommen wird, wird es aber dafür am Wochenende nächste Woche ein Video geben, wo ich darüber rede, ob ich denke, ob denn Wakita Rum sein könnte oder nicht. Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.